Ja, herzlich willkommen, liebe Fußballfreunde, zur Pressekonferenz anlässlich des Spiels der Regionalliga Südwest KSV Hessen gegen Mainz 05-2. Endstand 2:1 vor 763 Zuschauern. Wir begrüßen beide Trainer und natürlich hat der Gast das erste Wort. Bitte. Ja, ich glaube insgesamt eine sehr bittere Niederlage für uns mit 2:1, die mit Sicherheit nicht unverdient ist, weil ich denke, dass da die clevere und abgezocktere Mannschaft einfach heute gewonnen hat. Erste Halbzeit haben wir wenig Zugriff bekommen, auch wenig Spielkontrolle gehabt, weil wir die Bälle einfach zu schnell abgeschenkt haben, zu hektisch insgesamt agiert haben. Ich glaube, es war insgesamt eine erste Halbzeit, die relativ chancenarm war auf beiden Seiten. Also Kassel mit Sicherheit mit einigen Umschaltmomenten, die nicht ungefährlich waren. Bei uns war es dünn im Spiel nach vorne, da haben wir uns einfach schlecht durchgesetzt. Kam zweite Halbzeit eigentlich ganz gut rein, hatten viel Ballbesitz, hatten auch ganz gute Möglichkeiten. Zweimal Aluminium, einmal Olli Wehling, wo der Torwart sehr gut hält. Und kassieren dann, glaube ich, zum ungünstigen Zeitpunkt über eine beschissene Standardsituation das 1-0. Das zweite, wo der Gegner dann Konter geradlinig ausfährt. Und da muss man einfach sagen, kommen wir eigentlich von der Mentalität für eine sehr junge Mannschaft ganz gut zurück. Hat dann leider nicht gereicht, nochmal drückend zu werden, um da den Ausgleich zu machen. Von daher muss man sagen, unterm Strich eine sehr, sehr ärgerliche 1-2 Niederlage aus unserer Sicht. Aber Glückwunsch an Kassel, die es mit Sicherheit hochdiszipliniert gemacht haben, geradlinig die Dinge ausgespielt haben. Und wenn du das in der Regionalliga machst, glaube ich, dann wirst du deine Punkte immer wieder einfahren. Von daher da Glückwunsch, für uns eine sehr bittere Niederlage. Danke sehr. Ja, Gratulation, Tobi, zum Sieg. Deine Einschätzung zum Spiel, bitte. Ja, wir sind, glaube ich, in der ersten Halbzeit schwer ins Spiel gekommen. Für uns war erstmal die Arbeit gegen den Ball stand erstmal im Fokus. Man hat gesehen, was Mainz auch für eine Qualität hat, mit ihrem flexiblen Spiel einfach nach vorne. Ich glaube, das war für unser Glück auch meistens ungenau, wo wir immer wieder auch Bälle dann gut erobert haben. Im Spiel nach vorne war das in der ersten Halbzeit zu wenig. Wir haben auch eigentlich gute Balleroberungen und haben dann aber auch sehr schnell auch den Ball wieder hergegeben. Das ist einfach das, was wir besser machen müssen, weil heute wurde es nicht bestraft, zum Glück. Aber da müssen wir einfach jetzt in den nächsten Wochen dran arbeiten, dass wir da auch in solchen Spielen wie heute einfach mehr Ballbesitz haben. In der zweiten Halbzeit, der Trainer hat schon gesagt, wir haben zum richtigen Zeitpunkt dann durch eine Standardsituation das 1-0 gemacht. Danach hat man gesehen, dass einfach auch ein Ruck durch die Mannschaft gegangen ist, viel, viel besser auch dann Fußball gespielt haben, machen dann durch einen guten Konter das 2-0 auch zum richtigen Zeitpunkt. Und danach noch ein, zwei gute Aktionen nach vorne, die wir zu unkonzentriert ausspielen und kriegen dann wieder durch eine gute Standardaktion des Gegners das 1-2. Und danach ist das, was für mich eigentlich am wichtigsten ist heute, nach dem 1-2 hat sich jeder reingeworfen für diese drei Punkte heute. Und das ist für mich als Trainer erstmal entscheidend, dass wir da ruhig geblieben sind, dass wir weiter unsere Zweikämpfe gewinnen wollten, dass wir uns in jeden Ball reingeschmissen haben. Und ich glaube, ja, da kann ich einfach oder wir als Trainerteam zufrieden sein mit der Leistung. Und ja, am Ende brauchten wir jetzt einfach mal nach den letzten Wochen so einen dreckigen Sieg wie heute. Und von daher von mir auch nochmal Glückwunsch an die Mannschaft. Danke. Ja, vielen Dank. Gibt es noch Fragen seitens der Presse? Keine? Ja, dann bedanke ich mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit, für eure Statements. Wünsche dem Gast natürlich eine gute Einfahrt und eurem verletzten Spieler alles Gute. Und wir sehen uns dann am Mittwoch nach Tagen wieder zum Heimspiel gegen Groß Asbach. Bis dahin, bleiben Sie gesund. Tschüss. Danke.